Hey Leute, es ist wieder Dienstag, ich bin der Aaron und Thema diese Woche ist Arzt- und Krankenhausbesuche, explizit vor der Personenstands- und Vornamensänderung. Ja, ich erzähle, wie so häufig, erstmal von meinen Erfahrungen, beziehungsweise ich sage euch, wie ich das bisher so geregelt habe. Und ja, meine Personenstands- und Vornamensänderung ist jetzt noch gar nicht so lange durch. Ich glaube, wenn es hochkommt, überhaupt erst ein halbes Jahr, maximal. Und davor musste ich halt auch teilweise mal zum Arzt, egal ob es jetzt Zahnarzt ist oder Hausarzt oder sonst was. Bei meinem Hausarzt habe ich das schon sehr früh gesagt, weil der kennt mich halt auch, seitdem ich so war. Nicht ganz, aber fast. Und ja, als ich bei ihm dann im Wartezimmer saß, habe ich ihm dann einfach im Klartext gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass seine Arzthelferinnen mich beim nächsten Mal mit Herr aufrufen würden. Und er wusste schon vorher von meinen Eltern, was los ist, weil ja, das ist einfach unser Familienhausarzt. Und er hat gesagt, okay, wenn du das möchtest, dann sage ich dir das so, weil da war ich noch ganz, ganz am Anfang und da habe ich mich nicht getraut, den Schwestern oder den Arzthelferinnen das selbst zu sagen. Als ich dann ein bisschen sicherer in der ganzen Sache war und ein bisschen gefestigter, auch mit mir selbst, habe ich das immer so gemacht, damit es gar nicht erst irgendwie peinlich wird, dass ich im Wartezimmer sitze mit anderen Patienten und dann kommt Frau XY, kommen Sie bitte, und ich stehe dann auf, was häufig zu verwirrten Blicken hätte führen können und was mir einfach wirklich zu unangenehm war. Dann habe ich mir gedacht, outest du dich lieber vor einer Arzthelferin und musste dich davor nicht vor dem ganzen anderen Publikum, das im Wartezimmer wartet, outen. Ich habe das dann immer so gemacht, wenn ich mit einem Arzttermin gemacht habe, habe ich in der Präklinik angerufen oder in der Arztpraxis, habe gesagt, ja, ich brauche einen Arzttermin, bla bla bla, und dann am Ende noch, aber da wäre noch etwas, könnten Sie bitte in Ihrem System entweder direkt ändern oder ein Vermerk machen, dass ich als Herr aufzurufen bin, weil ich im Moment in einer Anleitung bin und leider die Formalien noch nicht geändert sind, aber sonst würde das eventuell zu Verwirrungen führen. Bisher 100% positive Erfahrungen gemacht mit den Ärzten und auch mit den Arzthelferinnen, ob die jetzt Ahnung von der Materie hatten oder nicht. Unglaublich respektvoll, direkt gesagt, natürlich machen wir, wenn es irgendwie nicht geklappt hat, im System direkt eine Kollegin gefragt oder einen Kollegen und geändert, und kein einziges Mal in der Arztpraxis wurde ich dann misgendert. Richtig klasse. Also es gab kein einziges Mal irgendwie Probleme. Ich kam rein, am Anfang war es mir mal unangenehm, dann reinzugehen, weil dann dachte ich, okay, die wissen das jetzt. Aber ich bin rein und die haben gesagt, nehmen Sie Platz, Herr XY. Ich bin auf meinen Platz gegangen und wurde auch mit Herr aufgerufen. Und von den Ärzten selbst habe ich dann eigentlich nie wirklich Rückfragen zu irgendwas bekommen. Die haben mich einfach ganz normal behandelt, haben nichts explizit zu dieser ganzen Sache gefragt, haben mich auch mit Herr angesprochen. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwo diesen Vermerk hatten oder, keine Ahnung, schon mit den Arzthelferinnen und so geredet haben, ich weiß es nicht. Aber was das angeht, habe ich bisher wirklich durchweg positive Erfahrungen. Und eine relativ lustige Story, die aber auch in irgendeiner Richtung doch sexistisch war, war ein Sonntag und ich hatte eine Blasenentzündung. Und ich habe mir gedacht, gehst du zum Arzt, beziehungsweise halt ins Krankenhaus, weil es tat echt höllisch weh und ja. Dann bin ich also ins Krankenhaus und habe mich dort angemeldet, leider auch noch vor der Personenstands- und Vornamensänderung, das heißt noch mit dem alten Perso, noch mit dem weiblichen Bild und so. Da ich privat versichert bin, muss ich also keine Karte vorzeigen, sondern ich melde mich nur da an und gebe meine Daten durch, habe also noch den alten Vornamen und so durchgeben müssen. Es war unglaublich voll, das heißt, mir war es zu blöd, das jetzt gerade kurz zu erklären und sagen, hey, ruf mich als Herr auf. Ich habe gedacht, Augen zu und durch, obwohl ich das, ist gar nicht so lange her, das war letzten Winter, das heißt, ich war schon relativ weit. Ja, alles geändert, aber ich glaube, irgendwie die Krankenschwestern dort waren selbst viel zu beschäftigt und hatten viel zu viel Hektik, als dass sie irgendwie darauf achten konnten, was ich da jetzt eingetragen habe. Und nach langem Warten wurde ich dann aufgerufen zum Arzt. Und dann saß ich beim Arzt und dann meinte er, ja, junger Herr, was sind denn Ihre Beschwerden? Also der hat sich irgendwie meinen Bogen auch nicht wirklich angeguckt. Und ich meinte, ja, ich glaube, ich habe eine Blasenentzündung. Und dann kam jetzt das Sexistische oder vielleicht auch ein bisschen Männerdiskriminierende, weil totales Klischee-Denken. Dann drehte er sich zu mir und meinte, Sie haben keine Blasenentzündung, Männer haben keine Blasenentzündung. Ich denke mal, Sie haben Tripper oder so. Und dann meinte ich, Entschuldigung, nein, es ist eine Blasenentzündung. Ich habe keinen Tripper oder sonst ein STI. Das ist eine scheiß Blasenentzündung. Und dann meinte er,
Das ist aber ungewöhnlich. Und dann habe ich ihm halt kurz die ganze Story erklärt und halt auch, wie es da unten quasi noch aussieht und dass da eine Abblasenentzündung doch gar nicht so abwegig ist, die auch bei einem biologischen Mann gar nicht so abwegig ist. Ja, das war auch alles kein Problem. Irgendwie, der war halt schon ein bisschen älter, der hatte von der ganzen Materie nicht wirklich Ahnung, das heißt, es wurde gar kein langes Gespräch. Ein paar Mittelchen verschrieben bekommen und gut war's. Das war also das einzig Skurrile, was ich hier erlebt habe an Arztbesuchen vor Personenstands- und Vornamensänderung. Ja, also mein Tipp an euch ist, wenn ihr euch einen Arztbesuch macht, also wenn ihr den telefonisch macht oder selbst wenn ihr dann gerade vorne steht, sagt Bescheid. Leute, bitte ruft mich als Herr auf. Das ist weniger peinlich für mich, das ist weniger peinlich für uns alle. Macht's einfach und wie gesagt, bisher habe ich echt nur respektvolle Dinge erlebt. Und wenn es euch vielleicht noch zu peinlich ist, das irgendwie anzusprechen, lasst den Brief zukommen oder schreibt dir eine E-Mail. Habe ich bisher nicht gemacht, aber ich glaube, auch da kriegt man positive Resonanz. Ja, das ist so alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Ich hoffe, ich konnte euch auf irgendeine Art und Weise helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, entweder im Link oder in den Kommentaren, wie ihr mögt. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Thema. Ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche und einen schönen Dienstag. Ciao.